meine Freunde des gepflegten Displays und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdoms of Amalur. Ja, wir sind ja dabei hier jetzt durch dem Spiel zu rushen, Junge. Grün. Durch das Spiel zu rushen. Davon wollen wir jetzt auch nicht ablassen. Er hat ablassen gesagt. Nein, ich hatte eigentlich gerade vor, eventuell doch ein paar Quests anzunehmen, die ich dann später eventuell noch mache, aber kommen wir jetzt die ganze Zeit als Palaver, pipapo. Aber wir schnetzen hier nochmal ein paar Gegner weg. Okay, wir waren vorher definitiv weit über den Gegnern drüber. Alter, Falter. Jetzt müssen wir mittlerweile schon mit Taktik rangehen, das ist nervig. Boah. Weg hier. Dauert so ein Mobkampf einfach mal voll lange. Warum könnte ich es nicht selbst verletzen? Boah. Aua. Ich sehe echt schwarz dafür, dass wir hier einfach so simpel durchrushen können. Scheiße, die bieten mir auch überhaupt gar keine Angriffsfläche. Ey, das gibt's doch gar nicht. So. Aller Faller, mit den Viechern ist nicht zu spaßen. Denkst du, das ist drauf oder was? Boah. Alter Falter. Das sind noch normale Gegner. Wenn mein PC gleich nicht die Schnauze hält, ne, dann schmeiß ich ihn aus dem Fenster. Brauche echt mal einen neuen. Okay, da vorne sind irgendwelche Quests. Ihr dort. Ihr müsst mir helfen. Warum? Es bleibt nicht viel Zeit. Ich bin der Letzte. Die anderen, vielleicht leben sie noch. Hä? Was ist passiert? Ich bin Fynn, General Fynn von Tileras Armee. Meine Männer und ich waren Teil einer Einheit namens die Ariad, die nach Chlorikon vorrückte, um den einfachen Soldaten den Weg freizuräumen. Wir waren gerade dabei, die Verliese in Schloss Ancilla zu sichern, als es geschah. Eine Bande von Tuata rückte an, um das Schloss als Verteidigungsstellung zu sichern. Ich habe versucht, uns herauszukriegen, doch wir waren umstellt, gefangen. Dieser törichte, gefreite Gutliff hat mich in das Abflussrohr gestopft und ich habe mir das Bein gebrochen. Mehr weiß ich nicht. Was ist da drin los? Ich bin nicht ganz sicher. Alles ging sehr schnell. Aber wie es scheint, wollen die Tuata hier eine provisorische Verteidigungslinie errichten, um unseren Vormarsch an der Kelet-Küste aufzuhalten. Wenn sie uns hier aufhalten können, gibt ihnen das Zeit, um im Süden einen starken Gegenangriff vorzubereiten, am Neumondhügel und tief in Alabastra. Ich werde ihnen folgen. Ihr seid eine mutige Seele. Krieger wie ihr müssen in Melsentia den Unterschied ausgemacht haben. Ich war nicht dort. Doch wie man hört, war es eine gewaltige Schlacht. Von 2D-Paar-Figuren. Die Ziller sind verrammelt und verteidigt. Aber ihr könnt euch unbemerkt durch das Abflussrohr in das Schloss schleichen. Unangenehm, aber zumindest ein direkter Weg. Findet den gefreiten Gutliff. Ich fürchte, er ist der Letzte, der noch lebt. Noch habe ich Hoffnung. Doch ich mache mir keine Illusionen darüber, was ihr finden werdet. Danke. Und auf bald. Meine ich muss Männer jetzt warten. Mal ein kleines Fazit abgeben. Das Spiel an sich ist echt cool. Die Skillungen sind echt cool. Das ist mit dem Schicksal ist echt cool. Die Mobs sind cool geschaltet. Das Spiel sieht echt super aus, aber
sowas wie die Schlachten da in 2D-Pappfiguren darzustellen. Er kann. Ihr da. Wartet. Fängt an mit zu sprechen. Ja, wir haben da ein Problem. Wir wurden ja gerade voll weggeratzt. Während er mit mir redet, steht er aufrecht da mit einem gebrochenen Bein. Er hält sich den Bauch, obwohl sein Bein gebrochen ist. Also, was die Figuren angeht, da müssen sie echt noch viel dran machen. Da bin ich wirklich ein bisschen enttäuscht, aber das war ich ja schon die ganze Zeit eigentlich. Dieses Emotionslose und ja, einen kleinen Bug haben wir auch gefunden, dass die eine Gute die ganze Zeit schreit. Auch wenn man die Lautstärke runtergestellt hat. Aber das kann halt sein, das kann passieren, das ist nicht so wild. Aber diese Mimik, es gibt keine Mimik in diesem Spiel. Wenn ich in den Credits irgendwie Mimik oder sonst irgendwas lese, dass das wer gemacht hat, ohne Scheiße. Ich schreibe den an und sage ihm, ja scheiße. Jetzt soll ich einen anderen Job suchen, ja total verkackt, auf voller Linie. Ja, ich weiß, sie machen gerade in dem Quest. Aber ich meine, wir haben jetzt schon Probleme mit den Gegnern. Und wir müssen noch in ein weiteres Stückele Land, in das letzte. Und ich glaube nicht, dass die dann leichter werden. Einfach nur deswegen. Habe ich ihn da hinten gerade getroffen? Wie habe ich das denn angestellt? So lange ist meine Waffe dann auch wieder nicht. Oha. Nährt den Dreckstaubling. Genau sieht das mein Blitzschaden oder Feuerschaden, was da drauf ist, die ganze Zeit nur einen einzigen Schaden macht. Das ist nichts. Es wäre halt auch schön, wenn wir ein paar Prismär-Sachen noch dazu bekommen würden, weil wir haben nur Helm, Hammer und Handschuhe. Da irgendwie noch. Ich wollte gerade Schultern sagen, was gibt's ja nicht? Sind ja mit dem Tod verbunden. Das finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Ich meine, ja, klar, man kann auch noch Schultern einzeln machen. Man könnte, was kein Spiel, glaube ich, hat, Plattenkragen noch machen, weil die Schultern werden nicht am Torso befestigt, wie es in vielen Spielen dargestellt worden ist, beziehungsweise es ist eigentlich überhaupt nicht dargestellt worden, wie die Schultern befestigt sind, was mich als Laper ein bisschen aufregt, weil der Plattenkragen wiegt auch nochmal so ein bisschen und es ist nicht angenehm, so ein Ding zu tragen. Weiß nicht, ob ich das euch zeigen kann. Man kann nicht ranzoomen in den Spiel, oder? Moment. Optiones. Angreifen vorbereiten. Kamera nach oben, Kamera nach links, Kamera nach unten, Kamera nach rechts. Blocken, ausweichen, Spuren, Verstohlenheit, Zauber 1 bis 10, interagieren. Schneller Mahntrang, Abrechnungsmodus aktivieren, Aggressivitätsmodus umschalten, verwendbare Gegenstände. Pause, Karte, Inventarfähigkeiten, Talente, Questerbuch, schnell speichern, schnell laden, Schulterkamera. Was ist denn Schulterkamera? Ah, okay, so kann ich es ein bisschen besser zeigen. Ich meine, die Schultern sind jetzt einfach nur aufgesetzt da drauf, auf die Brustplatte. Normalerweise könnte man diesen einen grünen Ring, der fast unter meinem Hals ist, als Plattenkragen ansehen. Und daran wird normalerweise die Schultern befestigt. Aber okay, man kann in der Perspektive nicht spielen. Ich drücke drauf. Bewege mich jetzt und dann ins Vier zurück. Finde ich auch gerade nicht so optimal, aber ich meine, wir haben das ganze Spiel schon so gespielt, heißt, damit lässt es sich definitiv spielen. Verpiss dich, du Priest. Zing, zing, zing. So, Priest tot. Die Kameraführung im Kampf ist auch in engen Räumen zumindest nicht die allercoolste. Ich weiß echt nicht, ob wir den retten können. Moment. Ich will den retten. Oh, Entschuldigung. Boah, wie wir ihn wegschleudern. Wow, wow! Flutsch. Super. Hallo. Wer seid ihr? Und was führt euch in diese triste Hölle? General Flynn. Nee, gar nicht. General Finn schickt mich. Verflucht soll er sein. Ich wusste, es würde nicht reichen, ihn in dieses Rohr zu stopfen.
Ihr seid also hier, um unsere Haut zu retten. Klingt, als hätten wir neue Befehle. Aber wir können nicht fort. Tekneri, der Wahnsinnige, der diese Festung regiert, er wird nicht nachgeben, wenn die Alpha kommen. Er wird bleiben. Und er wird vielen ihr Leben nehmen. Wir müssen ihn töten. Jetzt. Ansonsten werden viele unserer Brüder und Schwestern in der angreifenden Armee seinem Fluch der Seelenbindung zum Opfer fallen. Dann mal los. Gehen wir. Ich dachte gerade wegen Geheimraum oder so, weil er da so hingegangen ist, aber leider nein. Na, da wäre noch ein Raum gewesen. Egal, wir werden hier metzeln. Verdammtes Loch im Boden. Ich habe ein Loch in meinem Bauch. Hunger. Schneller. Alter Mann, ist kein D-Zug, kommt, nicht so schnell. Zuarte Angreifer. Brauchen definitiv eine bessere Waffe. Flutsch, flutsch. Das ist schon ein heftiger Unterschied an Schaden. Guckt euch das mal an. 100, 130, 250, 316, 399, jetzt ist er schon tot. 330, 532. Ja. 608. Das macht schon einiges mehr aus. Vielleicht liegt es auch nur daran, dass wir so schlecht sind an unserer Ausrüstung. Das kann natürlich sein. Weiß ich jetzt nicht. Truhe. Kite-Schild der Koagulation. 57, 57, 45, 45, 20 Blumenresistenz ausrüsten. Ist zwar eigentlich von den restlichen Werten komplett gleich, aber mehr Blutungsresistenz ist natürlich nett. Nehmen wir natürlich mit. Zu Tekneri, weiter! Zu Tekneri. Tichnot Titlan. Gut, zum Auge kratzen, oh, tut das gut. Oh, hu, hu. Nährt den Dreck, na, scheiße. Flatsch. Leider kann ich hiermit immer nur Dreier-Kombos fahren. Aber die reichen auch schon vollkommen aus, wie man sieht. Boah, und wenn ich dann noch kritisch treffe, dann ist hier alles vorbei, ja. Boah, diese Priesterring ist auf, das glaubt er gar nicht. Ich hätte auch gerne mal so einen Speer. Das regt mich auf. Also, das finde ich jetzt nicht schlimm oder so, aber dass ich keinen Speer kriege in diesem Spiel. Ich meine, erst wird mir das grelle Licht da, das... Deinen letzten Anzügen liegt es, Tekneri den gefürchteten Fluch der Seelenbindung zu wirken. Eine dunkle Aura will deinen Körper ein, während du spürst, wie deine Magie schwindet. Was? Hier ist schon Tekneri dabei, oder was? Habe ich den gerade getötet? Oh. Mein Computer rattert schon wieder. Ich weiß nicht, woran das liegt. Irgendwas ist lose. Am Gehäuse. Und wenn ich hier irgendwo gegendrücke, zwischen ganz unten und ganz oben und Mitte und überall, hört es jedes Mal auf. Ich weiß nicht, was es ist. Zack. Alter. Danke. Flip. Flip. Ja, ich sehe. Oh, komm her. Wham! Last Christmas! Ihr leistet gute Arbeit. Das war's also. Tekneri wird die Alpha. Er wird jetzt übernommen, ich nicht. Oh oh, ihr seht nicht gut aus. Ich fürchte, Tekneri hat euch mit dem Fluch der Seelenbindung belegt, damit ihr euch an ihn erinnert. Keine Sorge. Unten im Laboratorium muss es ein Gegenmittel geben. Kommt, wir werden es finden. Kopf hoch. Bereit? Ja, dann schnell bitte. Moment, hier stehen noch Truhen. Ich weiß nicht, ob die Mission auf Zeit geht, aber hier stehen Truhen. Blitzschaden. Blockeffizienz, Nahkampf. Mehr Rüstung. Tera Advoldas gab diese Rüstung mal ihren geliebten Gefährten in Auftrag, dem Doc Alpha Meister Schmied Neri Cornier ausrüsten. Cool. Haben wir hier noch irgendwo Truhen? Natürlich. Zwei noch.
Jetzt einfach gerade mal Muss, die brauchen neue Ausrüstung. Lieber